Interaktivität, wie wir sie vom Netz heute kennen oder so, kann man in einem Kino nicht wirklich darstellen. Also das muss man sich bewusst sein. Das heißt, wenn ich sage ideales Filmmuseum für heute, und wenn man jetzt den Begriff Film eben weit fasst, dann heißt das, es braucht auch andere Räume, es braucht andere Zonen, es brauchte die Möglichkeit, dass der Besucher, dass das Publikum sowohl die klassische kinematografische Anordnung als auch die Anordnung einer gegenwärtigen Laufbildpraxis, die ja nicht die eine ersetzt, ja nicht die andere, es kommen einfach ständig welche dazu. Und insofern müsste auch ein Museum des Laufbilds ständig neue Arten von Räumen und Adressierungsformen und Zugangsweisen anbieten können, um die Gesamtheit der Laufbildmedien und ihre Geschichte darzustellen. Aber das ist, wie gesagt, eine Heidenaufgabe.